Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und muss euch gleich sagen, dass mir leider ein kleines Malheur passiert ist. Ich habe das Mikrofon nicht eingeschaltet gehabt und habe eine ganze Folge jetzt aufgenommen. Und das hier ist jetzt eigentlich die zweite Folge, die ich aufnehme. Wird jetzt aber zur ersten, denn die erste Aufnahme kann ich komplett wegwerfen. Ich werde aber euch jetzt zeigen, was ich in dieser Folge gemacht habe. Und dann machen wir hier ganz normal weiter. Das ist einfach dumm gelaufen. Das ist so, ja, das gehört so zu den größten Pannen, die einem als YouTuber, als jemand widerfahren kann, der Videos aufzeichnet mit Stimme und ja, Mikro nicht an. Das ist wirklich, ja, ist eine Katastrophe. Im Grunde halt eine Folge aufgenommen, völlig für Nüsse. Macht nichts. Ich bringe euch kurz auf den Laufenden. Ich habe die beiden Forschungstische hier rübergestellt. Das Multianalysatorgerät kommt hier hin. Hier ist der Webstuhl jetzt auch hingestellt worden. Ich habe auch endlich in diesem Lager Wollstoff erlaubt. Der lag hier nämlich die ganze Zeit im Funkraum auf dem Stuhl rum. Das ist jetzt ordnungsgemäß eingelagert. Die ersten 6 Tierbettchen ziehen von links hier rüber in diesen Raum, denn das hier soll ja dann so die Hunde- oder Tierheimat werden mit den ganzen Bettchen für die Tiere und dort soll produziert oder geforscht werden. Die Lager sind ja entsprechend fertig auch. Wir haben hier eins für Plastahl, hier ist eins für normalen und Teufelsgarnstoff. Da oben ist der ganze restliche Kram. Dann macht das halt auch Sinn, hier zu produzieren, wenn wir die Lager hier im Berg gehabt hätten. Das wäre nicht so schön gewesen. Hier ist aber jetzt auch alles fertig. Das Loch ist gestopft worden in der letzten Folge. Ich habe hier den letzten Raum versorgt mit einem Fußboden, Lampen reingestellt, ein paar Lampen in den Flur gesetzt. Ich habe in diesen beiden Zimmern Betten, große Betten gestellt und die kleinen Betten abgerissen. Ich habe noch einen Nachttisch jeweils dazugestellt. Das Bett muss jetzt noch hier an die jeweiligen Stellen gestellt werden. Das ist natürlich nur falsch reingebaut worden erstmal. Dann sind die Leute, die da gewohnt haben, hierher umgezogen. Das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen. Dieser Komplex ist ja fertig geworden mit den neuen Quartieren. Und ja, sieht jetzt fast schon so aus, wie wir sonst die Kolonien bauen. Dann habe ich hier unten einen neuen Raum geplant. Oder besser gesagt, nicht nur geplant, sondern auch schon angefangen zu bauen. Hier kommt rein eine Schmiede und der Steinmetztisch. Denn die werden nicht umziehen in das neue Werkstattgebäude. Die kommen hier hin. Denn wir wollen von hier die Stahlschlackebrocken und die Steinbrocken verarbeiten. Müssen dafür auch mal ein paar Steinbrocken noch wieder reintransportieren. Das machen wir einfach so. Und wenn die dann hier eingelagert sind, dann können wir hier über dieses neue Häuschen, sag ich jetzt mal, die Eisenhütte, kann man dazu sagen, sinnvoll und schnell an die Materialien kommen, arbeiten. Und hier soll ein kleines Lager auch rein, wo die fertigen Sachen hinkommen, so dass andere Leute oder auch die Tiere die fertigen Produkte wegtragen können und die Handwerker nicht ständig hochrennen müssen, um die fertigen Produkte wegzulagern. Das dazu. Das kann man übrigens auch am Tisch beim Herstellen gezielt einstellen. So, dann gucken wir jetzt mal noch ein bisschen. Wir haben ja relativ viele Kapseln auch gehabt mit Zeugs drin, also sprich Vorratskapseln. Da ist jede Menge Stahlschlacke, die noch auf der Karte liegt, die wir einschmelzen können zu Eisen. Zu Stahl. Oh, und hier sehe ich gerade, haben wir noch eine kleine Herde, die wir jagen könnten. Gazellen? Gehen wir mal jagen. Ja, dann ist der Coach ja weg. Deswegen habe ich Andri auf jeden Fall auch noch den Hauptkochjob mitgegeben, zusätzlich zu Samantha, damit hier auch weiter gekocht wird. Denn, ja, wie ihr seht, Rationen, da mangelt es gerade so ein bisschen dran. Ich bin sogar am Überlegen, noch einen zweiten Herd aufzustellen. Und ich entscheide mich jetzt gerade mal spontan, das auch zu machen. Wir bauen nochmal eine Kopie und stellen die hier hin. Das macht auf jeden Fall Sinn, denn wir haben sonst Probleme über kurz oder lang, da sich halt auch Tiere hieran bedienen. Das kann ich nicht ganz verhindern, obwohl stimmt nicht ganz, wir könnten es verhindern. Und wir werden es auch verhindern.
Ich brauche kurz mal die Zonen. Arbeitsgebiet verkleinern. Wir müssen die Gebiete aber verwalten. Wir haben keinen Stall mehr, darum können wir die Stallzone wegtun. Ich weiß nicht, was Gebiet 1 gerade ist. Ich lösche das mal. Das Exil behalten wir und Sicherheitsbereich und Sicherheitsbereich T für die Tiere behalten wir. So, und jetzt kommt ein neues Tiergebiet. Und das nennen wir jetzt ich nenne das No Food, das ist für mich einfacher. No Food. Arbeitsgebiet erweitern, No Food. Zack. Die Zone ist No Food und jetzt werden wir das Arbeitsgebiet invertieren. Und jetzt ist alles erlaubt. Außer No Food, wie ihr seht. Und jetzt werden wir allen Tieren eben die No Food Zone zuweisen. Dann kommen die nicht mehr an die Fertignahrung. Sie können weiterhin Mais und Fleisch essen, aber nicht mehr unsere Fertignahrung. Sie dürfen diese Zone queren, aber sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Sie dürfen also eher auch nicht fressen. Gut, das dazu. Ja, was habe ich noch gemacht? Eigentlich nichts. So ein bisschen Holz gehackt hier in diesem Bereich wieder, damit wir keine Deckung für Angreifer haben. Auch hier so ein bisschen die Wälder bereinigt. Es hat einen großen Brand gegeben vom Blitzsturm. Diese beiden Teile hier sind fertig geworden vom Raumschiff. Hier sind noch Steine, die wir wegtragen können. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Der Bohrer muss versetzt werden. Den stellen wir jetzt hier hin. Und diese Pumpe, die kann auch weg. Denn jetzt haben wir das gesamte Gebiet hier trockengelegt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir das noch gebrauchen können. So richtig doll gebrauchen wir das eigentlich nicht mehr. Wir könnten jetzt mal hier in diesem Bereich zum Beispiel noch ein bisschen was machen. Dann kann man hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr bauen. Ich stelle sie einfach mal hier hin. Keine Ahnung, ob wir sie wirklich da noch mal gebrauchen können auch. Also den Platz, der da frei wird. Aber ich denke, eher nicht. Gut, die Steine tragen wir auch noch weg. Das können die Tiere machen. Wir haben relativ viele, oder ich habe relativ viele Schweine geschlachtet. Und auch von den alten, also erwachsenen Schweinen. Denn die sind mehr oder weniger auf, wenn man das so sagen darf. Ich weiß nicht, wie alt die Schweine hier im Spiel werden, aber sicherlich nicht 20. Und deswegen, da viele schon 13, 14 oder 15 sind, ist es die richtige Zeit, die jetzt mal langsam zu schlachten. Ja, die Betten sind drüber gestellt, das heißt, wir haben wieder ein bisschen mehr Platz für neue Tische. Dann stellen wir jetzt mal die Steinmetzwerkbank unten rein. Die kommt ja hierher. Und ich habe gedacht, hierhin, beide Tische. Und dann hier so ein kleines Lager. So, deswegen habe ich das so gebaut. Und ja, eine Schmiede, die haben wir nämlich nicht. Ich hatte hier, das ist auch, was ich in der letzten Folge festgestellt habe, ich hatte hier eine Schmiede elektrisch und hier eine Schmiede Feuer. Also mit Holz betrieben oder Treibstoff oder was auch immer. Und ich dachte immer, ich hätte schon einen elektrischen Schmelzofen gebaut, aber irgendwann habe ich scheinbar fälschlicherweise nochmal die falsche Schmiede hingesetzt. Der Schmelzofen elektrisch sollte da stehen. Stand da aber nie und ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben allerdings ja auch nicht wirklich so viel eingeschmolzen. Also eigentlich gar nichts, weil wir das Ding ja nicht hatten. Ich habe da nie so richtig dran gedacht. So, der Stuhl kommt darüber. Der Stuhl. Daneben. Ja, das ist super. Falsch hingestellt. Egal, erstmal soll er runterkommen, der Stuhl. Dann brauchen wir hier natürlich eine Lampe drin und auch eine Heizung. Temperatur, eine Heizung, eine Lampe, Schmiede macht auch ein bisschen Licht und wir sollten auf jeden Fall auch eine Blume reinstellen und dann kommt eine kleine Zone hin, eine Lagerzone. Und da bestimmen wir jetzt, was reinkommt. Und zwar, alles kommt raus erstmal. Da kommen nur, muss ich kurz überlegen, da kommt Eisen rein, also Stahl. Hergestellt. Moment, Moment, wo ist es? Unter Rohstoffe, so. Rohstoffe, Stahl. Aber halt mit Priorität
niedrig. Aber da das näher dran ist, legen die das da rein. Und was haben wir gesagt? Stahl. Und was kommt hier noch rein? Ah ja, Steinblöcke. Also sprich... Moment, wo ist eigentlich ja hergestellt? Da ist es nicht dabei. Ist es bei Rohstoffe? Tatsache, nee. Doch, Steinblöcke. Ja, alle Steinblöcke. Und da wird das damit einfach hingestellt. So, neu installieren. Einmal drehen. Fertig. Strom haben wir hier zwar schon, aber das geht hier so durch. Ich würde sagen, für die Lampe auf jeden Fall nochmal so. Für die Heizung auch, damit das Kabel in die Wand gehen kann. Sieht ein bisschen hübscher aus. Ich meine, sieht man hier auf dem grauen Boden nicht so stark. Da gibt es schlimmere Sachen. Tja. Holzfeuergenerator. Händler exotischer Güter ist im Orbit. Den sollten wir mal anfunken, denn da können wir nämlich vielleicht noch die zwei Stoßzähne verkaufen, die noch da sind. Oh, ist schon weg. Habe ich verpasst? Jawohl. Habe ich verpasst. Nicht so schlimm. So, ich glaube, die Geräte haben sich in die Wand verbunden. Der hat sich in die Wand verbunden. Hier ist das kleine Kabel zu sehen. Das ist nicht in der Wand. Machen wir aber neu verbinden. Geht nicht. Wahrscheinlich ist es noch nicht fertig. Doch, es ist fertig. Ja, den kriegen wir scheinbar nicht dazu, sich mit der Wand zu verbinden. Wünschte, man könnte draufdrücken und einen Punkt wählen. Das geht aber nicht. So, und jetzt haben wir endlich eine Schmiede. Und da packen wir natürlich auch direkt die passende Aufgabe für ein. Und zwar Schlacke einschmelzen. Und eigentlich ruhig für immer. Und die Schlacke holen wir aus einem Radius, der hier dem Lager entspricht, rechts. So, eben gucken, ob das jetzt passt. Ja, bisschen kleiner können wir es noch machen. So. Radius 30. Kann also sein, dass auch hier noch was weggeholt wird. Ist dann halt so, aber vorrangig natürlich hier. Da liegt sie, die komplette Schlacke, immerhin 43 Brocken. Und jetzt kriegen wir ordentlich Eisen. Moment, so, wo bringt das jetzt hin? Ach, er bringt es doch nach oben. Das ist natürlich blöd. Dann müssen wir das anders machen. Dann ist das mit dem Lager leider nicht mehr möglich. Wobei... Na, schade. Man kann aber noch was anderes machen, nämlich... Ah, nee. Ja, man kann es zum besten Lager bringen oder auf den Boden legen. Schade. Wir legen es auf den Boden. Das Stückchen Eisen kann auch jemand anders tragen. Jetzt gucken wir mal, er legt es dann hier hin. Und dann kommt irgendein Trageschwein. Oder Wolf oder Husky und holt das ab. Gut. Wildschwein rechts, das gucken wir uns gleich an. Da machen wir es doch hier anders. Da legen wir hier einfach Stahlschlacke rein. Müsste unter Brocken sein. Stahlschlacke, Brocken und Steinbrocken, aber nur Sandstein, Marmorbrocken und Kalkstein. Mit der Priorität bevorzugt. Und wenn hier voll ist, geht es dann halt in diese Abfallzone. So, wo ist das Wildschwein, das sich rächt? Ah, da kämpft wieder einer unserer Wölfe. Und schon wieder Bingo. Ja, das wisst ihr nicht. In der letzten Folge hat Bingo nämlich gekämpft gegen eine Schildkröte und war sehr stark verletzt. Daraufhin hat Umbra natürlich die Behandlung vorgenommen. Und dann kam kurz danach die Meldung, dass Umbra jetzt eine tiefere Verbindung hat zu Bingo. Und das fand ich doch sehr schön. So, jetzt liegt das Tier hier. Jetzt müssen wir leider Umbra rausholen.
und eine Behandlung machen, denn es ist zwar keine unmittelbare Gefahr, aber nichtsdestotrotz blutet das arme Tier. Da werden wir natürlich auch was gegen tun. So, scheinbar sind auch keine Betten mehr frei. Wir haben also zu wenig Betten. Ja gut, da sind wir dran, da arbeiten wir ja bei. Können eigentlich schon mal hier weitere Betten rüberholen. Kurz gucken, jawohl, das passt. Gut, so. Steinmetztisch muss noch verschoben werden. Und ich hoffe, dass der den Auftrag beibehält, sonst müssen wir den halt nochmal neu einstellen. Wir stellen Sandstein- und Kalksteinblöcke her. Jeweils bis 500. So, jetzt wird das hier auch gefüllt. Jetzt wird es auch mit Stahl gefüllt, das ist ja falsch. Das will ich ja nicht. Kein Stahl. Und keine Blöcke. Die müssen natürlich wieder rübergebracht werden. So, aber so tragen die Tiere halt das ganze Zeugs hierher. Die Handwerker können sich's hier holen, lassen den Kram hier fallen. Die Schweine bringen es nach oben ins Hauptlager. So ist es dann so, wie wir es gerne haben wollen. Habe ich die Blöcke jetzt rausgenommen? Ich habe nicht den Eindruck. Oder wartet mal, ja doch. Sonst hätte ich nicht die Tragenschaltfläche hier. Tja, jetzt liegt hier auf jeden Fall schon mal Schlacke, es liegt ein bisschen was von Kalksteinbrocken. Die Steinmetzwerkbank ist rübergebracht worden und die Jobs sind erhalten. Sehr schön. Das ist gut. Das heißt, muss ich mich nicht drum kümmern. Dann stellen wir weitere Betten rüber. Die Skulptur wandert hier hin. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Mechanikwerkbank als nächste. Angefragte Karawane werde ich ignorieren. Ich bin mit dem Karawanen-Feature ja nicht so ganz zufrieden. Mir macht das nicht so viel Spaß. Ich habe das irgendwann schon mal gesagt. Ich will das nicht schlecht reden. Es ist einfach nicht meins. Ich hoffe, man kann das verstehen und ist da nicht beleidigt, dass ich das nicht so gern mag. Geht ja nicht darum zu sagen, das ist schlecht, das Feature, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt eben nicht meins. Ich kann es nicht ändern. So, der Multianalysator ist, wie man hier sieht, auch an beide Forschungstische angeschlossen oder gibt halt den Bonus für beide Tische. Das ist also alles gut. So, und jetzt, wo die wichtigsten Werkbänke dann schon langsam drüben sind, würde ich sagen, stellen wir den Werkzeugschrank auch rüber. Der übrigens scheinbar keinen Bonus für den Webstuhl gibt, was vielleicht daran liegt, dass der eine Mod ist.
Ein Steinbock rächt sich. Jetzt geht's ja aber ab. Und immer unsere Tiere. Ich frag mich ja halt auch warum, weil die könnten sich ja eigentlich auch in der Speisekammer bedienen. Jetzt zwar nicht mehr an diesen leckeren Mahlzeiten, aber die essen ja nun auch Fleisch. Das sind ja Wölfe. Von daher weiß ich nicht, was das Problem ist. So, wir gucken mal kurz bei den Raumschiffteilen, denn auch da wird's ja eigentlich Zeit, mal ein bisschen was zu tun. Wir könnten den Computerkern nämlich jetzt bauen. Dafür brauchen wir 10 hochwertige Bauteile. Genau das war's. Und ich weiß noch nicht, wo man die hochwertigen Bauteile herbekommt. Ich habe noch keine Produktionsstätte gesehen, wo das geht. Und weiß auch nicht, ob das überhaupt geht und ob wir möglicherweise dann doch nochmal forschen müssen. Und zwar hier Komponente und Bauteile. Aber da lassen sich, glaube ich, auch nur normale Bauteile herstellen. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bauteile sind nur hier. Es gibt also hier nicht irgendwo nochmal hochwertige Bauteile versteckt. Ich denke mal, wir müssen es hier machen. Und vielleicht geht dann an der Komponentenwerkbank dann ja was. Ich weiß es nicht genau. So, die Lampe. Stellen wir dorthin. Das Labor kommt hier hin. Ein Händler exotischer Güter, den werden wir anfunken. Vorhin verpasst, aber jetzt nutzen wir die Gelegenheit, um die Stoßzähne zu verkaufen, die Elefantenstoßzähne. Da, immerhin 236 Gold das Stück. Das ist ja schon ganz ordentlich. Außerdem gibt es denn vielleicht bei dem hochwertige Bauteile? Nicht wirklich, ne? Der hätte auch nochmal einen KI-Kern, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Nur Bauteile. Ja. Ihr seht schon, das könnte ein Problem werden. Tiefenbohrer-Rohstoffe erschöpft. Das habe ich diesmal mitbekommen. Das heißt, wir haben im Moment keinen Plastahl mehr. Und müssen also ein neues Vorkommen finden. Frage ist, wo braucht das Raumschiff etwas Strom? Scheinbar. Das hat hier nämlich... Ja, das kriegt ja seinen eigenen Reaktor. Natürlich braucht er Strom. Wo haben wir denn noch Plastahl jetzt? Ich weiß gar nicht, welche Vorkommen wir schon getestet hatten. Das ist jetzt das Problem. Von daher stelle ich den Bohrer jetzt einfach mal hier kurz hin. Ich glaube, das ist zu groß, ne? Plastahl war jetzt kleiner. Wahrscheinlich ist das hier nochmal Plastahl. Stellen wir das einfach mal dahin und gucken. Hoppla, müssen natürlich Strom anschließen. Und wir können diese Stromleitung hier oben abreißen. Können den Plan entfernen. Und wir können diese Steine noch transportieren. Das ist Schiefer. Ja gut, aber die liegen trotzdem im Weg. So, und hier wird fleißig gearbeitet. Das ist gut. Oh Moment, bei dieser Werkbank müssen wir auch den Radius einstellen. Sonst laufen die nämlich auch über die ganze Karte, wenn hier nichts liegt. Und hier. Und das wollen wir natürlich nicht. So, Stahl ist ein bisschen eng geworden. Wir sind unter 1000. Das heißt, wir können auch mal einen Bohrer auf Stahl so langsam stellen. Diese Teile hier kosten alle viel Stahl. Und deswegen sind wir ordentlich runtergeraten. Haben wir ja aber noch rechtzeitig bemerkt. Von daher kein Problem. Dann würde ich sagen... Gucken wir mal. Wir hatten eigentlich diese ganzen dickeren Vorkommen, die waren fast... Oh, der Bohrer ist schon versetzt.
Ah, es ist tatsächlich Blechstahl. Sehr schön, da muss nur noch der Strom fertig werden hier, also die Leitung. Und da bauen wir halt nochmal eine Kopie und setzen den hier hin. Ich meine, hier war überall Stahl. Das war alles Stahl. Stellen wir den hier hin. Schöne Stromleitung drüber. Geht nur über Brücken oder halt von hier dann. Wenn ich bis hier mache, können wir das ganze Feld abbauen. Gut. So, Rationen werden wieder mehr. Wir sind, was das angeht, wieder safe, wie man so schön sagt. Ja, und dann würde ich sagen, ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ihr jetzt Teile des Umbaus nicht mitbekommen habt, dass ihr nicht gesehen habt, wie ich das hier geplant habe. Und ich habe es euch ja aber alles jetzt nachträglich erklärt. Ist halt immer dumm gelaufen, wenn das Mikro nicht an ist. Ich habe eigentlich immer einen kleinen Blick auf die Kontroll-LEDs, die ich hier an meinem Gerät habe. Nichtsdestotrotz, manchmal fängt man einfach an aufzunehmen und vergisst, den Blick rüber zu machen. So ist das halt. Und ja, wenn man das nicht im Kopf hat, dann muss man halt dafür bezahlen. Und in dem Fall habe ich halt leider eine Aufnahme, die ich euch vorenthalte, die ich wegschmeiße und muss ich halt eine neue für aufnehmen. Nicht so schlimm, ich mache es sehr gerne für euch. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.